So, gut. Dann geht es jetzt wieder los mit Resident Evil 7. Minus 2. Schon Arithmetik hier im frühen Abend. Organized. Oh, weißt du, was mir gerade wieder eingefallen ist? Obwohl ich vorhin noch davon gesprochen habe, bereits hatte ich sie wieder verdrängt. Da kommt ja jetzt so ein Bossgegner. Kommt jetzt ein Bossgegner? Ja, diese Tussi ist da doch angekommen. Excella oder wie sie hieß. Ja, ich dachte, vor der sind wir einfach weggelaufen. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt gegen die kämpfen müssen. Ich habe jetzt hier unsere Super Magnum und dann habe ich noch eine zweite, die ich dir nicht geben kann. Was ist eigentlich, wenn ich alleine spielen würde? Weißt du, wenn du jetzt rausgehst, sind dann deine Sachen weg? Oder hat die AI-Schäfer dann deine Sachen? Weil ich frage mich, ob man vielleicht, wenn man Singleplayer hat, wenigstens die Sachen zwischen den Charakteren hin und her tauschen kann. Weil da könnte es ja immer mal passieren, dass die AI einfach irgendwas aufheben, was du eigentlich haben wolltest. Was ich vermute, wird gar nichts aufheben. Keine Ahnung. Ich würde doch nicht der AI meinen Charakter anvertrauen. Die pflastert dich sofort mit Landminen voll oder so. Also hätte mich nur... 20 Uhr, Zeit für Tee. Oh, mein Tee steht auch auf dem Tisch, Moment. Teekanne, so, hier schön. Ah, ist das nicht schön. Voll das Tee. Ich bin nur ein graues Feld. Wieso macht er das manchmal? So, wir haben ja erst gedacht, das kommt einfach, wenn wir raustappen, aber ist ja oft genug nicht so gewesen. Irgendwann dann plötzlich doch. So, ja, wenn da nochmal ein graues Feld ist oder irgendwie ganz schwarz, dann sag Bescheid, dann können wir das nochmal ändern. Schwarz wollen wir ja nicht in dem Spiel. Ich habe noch ein bisschen Geld bekommen. Ein bisschen Geld hat der Feind. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch was damit mache. Kann ich hier meine Shotgun noch weiter upgraden? Kann ich nicht, weil das so viel kostet. Und mehr habe ich nicht. Na gut, dann bin ich jetzt, glaube ich, auch ready. Oder habe ich noch ein... Ich habe keine Munition für das Scharfschützengewehr. Das muss jetzt irgendwie gehen. Ich gerade, ob ich noch was zum Heilen kaufe. Oder habe ich noch was? Ich habe dir ein Kraut eben gegeben. Ja, aber es ist ja nur so ein popeliges, grünes Kraut. Entschuldige bitte, mehr. Das andere habe ich behalten. Ich höre mich immer noch sehr geechoed bei dir. Das ist aber jetzt komisch. Ich weiß gar nicht, warum. Ich meine, das hatten wir doch sonst nicht. Ich glaube, ich weiß, warum. Meine Stimme dürfte sowieso gerade viel zu laut sein. Ich habe nämlich noch den Boost da drauf, den ich letztes Mal hatte, als das Mikrofon weiter weg stand von Christian und mir. Einmal das. Dann stelle ich dich vielleicht hier noch ein bisschen runter und dann mal gucken. Ich schätze mal, wenn das Mikrofon 5 Dezibel mehr aufnimmt, dass es dann vielleicht auch eher dich aufnimmt, als wenn ich das runterdrehe. Oh, das Spiel geht los. Huch. Das Spiel hat keinen Bock mehr auf unsere Rumgeeier hier. Das hat einfach für uns gestartet. Ihr Loser. So, wie ging das nochmal? Also Kisten auf. Was hab ich denn da oben links? Sieht aus, als hätte ich... Chris hätte ein Mixtape dabei. Siehst du das auch? Oben rechts, ja. Also bei mir ist oben links so ein gelbes Ding. Ist das oben rechts? Das ist unser Mixtape. Jetzt habe ich die Magnum-Patronen nicht mitgenommen. Ja, das kommt jetzt davon, dass das Spiel so ungeduldig war. Ich glaube, du hattest recht. Meinte Mopsi nicht sogar noch was? Von wegen, ja, der, wo wir jetzt als nächstes sind, hat mehrere Phasen, deswegen geht da der Raketenwerfer nicht. Besser so wie, glaube ich. Ja, genau. Ich schätze, wir ballern mal auf die Dinger und bewegen uns ein bisschen, damit wir nicht getroffen werden. Oh, hier kann man auch noch hochklettern. Ich guck mal, was da oben ist. Und hinter dir ist irgendwie so ein Ding, das sieht aus, als könnte man das vielleicht aufmachen. Nicht, dass wir nachher wieder irgendwas Spezielles benutzen müssen. Oh, hier oben sind Flame Rounds. Oh. Hier ist eine Kiefer. Ja. Oh, Magnum Ammo. Ich hab hier irgendwas bekommen. Oh, was zur Hölle ist das denn? Das Dinger, glaube ich. Holy shit. Ja, das kannst du noch ein paar Mal machen, das auch. Man muss jetzt erstmal sich aufmachen.
Der fliegt auf den Boden. Also ich denke mal, genau damit müssen wir diese orangen Teile treffen. Das habe ich ja gerade getan. Das sah sehr effektiv aus. Hier oben sind Flame Rounds. Hast du deinen Granatwerfer dabei? Oder was das war? Das ist gerade zugegangen. Das habe ich locker, aber das Ding ist zu. Magnum Ammo. Shit. Ja, ich kann nicht. Ich muss gerade einen Atomraketen abschießen. Oh, was ist das? Das packe ich jetzt mal die Magnum aus. Oh, das sah doch gut aus. Oh, ich glaube, wir müssen mal heilen. Wo bist du denn? Komm mal hoch. Oh, ich bin gerade runter. Ja, au! Ja, dann kletter ich dir hinterher. Oh, mein Ding ist wieder gecharged. Moment. Ich locke. Ich bin gelockt. Was ist passiert? Toll, das hat mich jetzt gerade geheilt. Wehe, das hat jetzt nicht. Ah gut, das hat noch was gebracht. Also, du musst mich jetzt beschützen, während das hier charged. Ja, wie denn? Warum sind das eigentlich für eklige Viecher hier? Oh, hier ist ein rotes Ah, das kann ich aber nicht benutzen, weil ich so viel Scheiße habe. Moment. Da, Granate. Bringt bestimmt nichts, aber... Ah, jetzt habe ich noch eine aufgesammelt. Da, Granate. Oh. Ah, ich habe gerade gelockt gehabt. What? What? Hä? Was? Was ist passiert? Hätten wir das jetzt irgendwie vorhersehen sollen? Keine Ahnung. Kann dieses Dings mal weggehen? So. Ich dachte, wir wären da bei dem in den Arsch zu treten, aber wir waren einfach tot. Ja, also auf einem. Das sah ja aus, als hätte der irgendwie voll seine Tentakel auf uns draufgeschleudert. Ich hab nicht mal gesehen, was passiert ist. Das sah aus, als würde der umkippen, aber dann war auf einmal Game Over. Ich kauf nochmal ein Highspray. Weil da lagen ja ein paar Sachen. Müssen wir die dann, wenn der seine Tentakel da irgendwie da oben bereit hält, müssen wir da vielleicht draufballern? Oder nach unten gehen. Weil ja, weil hat ja oben draufgehauen. Denke ich einfach überall draufgehauen. Hm, kann auch sein. Ja, wo ist Asobi, wenn man ihn mal braucht? Hol ich mir das Ding, das gibt es mal direkt. Also der Anfang ging ja echt gut. Mhm. Kein Wunder bei deiner Monsterwaffe. Holy shit. Das muss die halt eine Weile chargen, das dauert so 30 Sekunden. Ja, und jetzt sind so dumme Viecher jetzt. Ja, ich kletter mal gemütlich hier hoch. Hier ist aber auch so ein Viech. Ja, die sind hier oben auch. Jetzt habe ich das Ding aus Versehen abgelegt. Aber das lädt, glaube ich, immer noch. Hoffe ich auch. Ja. Aua! Ich ziele, jetzt ist ja nur gerade zu. Ich habe Lore. Ja. Alter. Ich glaube, das hat getroffen. Ja, ich glaube, das hat getroffen. Und das hier ging ja auch noch und dann war irgendwie komisch. Ja, keine Ahnung, was es dann von uns wollte. Oh, Moment. Da kann ich einmal mit der Shotgun draufballern, das ist recht effektiv. Noch ein Charge. Oh nein, schon wieder solche Dinger. Ja. Jetzt ist er gecharged und locker. Und aua. So, jetzt müssen wir halt aufpassen. Ja, aber was sollen wir jetzt machen? Da drauf schießen im Zweifelsfall. Hm. Lass mal ein bisschen ballern, wenn ich das Teilchen. Ja, muss mal gucken. Ich habe noch Magnum. Ah, wahrscheinlich muss man die einfach. Die waren nämlich so rot, das hat man erst gar nicht gesehen. Oh. Hab euch das ich glaube, jetzt habe ich das Ding. Hat... Ja, dann komm rein. Nee, habe ich doch nicht. Ich noch da. Können wir aber auch einfach so abschießen. Ja, ich heile mich nochmal eben, weil die liegen so scheiße viel Kräuter rum. So. Da ist das Ding wieder zugegangen. Ah, da ist noch was. Mal auf
dich so zu bewegen. Ah, muss nachladen. Ich weiß ja nicht, ob wir irgendeine Art Progress machen, weil die scheinen irgendwie immer wieder zu gechargen. Mhm. Immerhin kriegen wir jede Menge Zeug. Ja. Ich hab Lockern, das ist aber nicht an. Ah, hier ist noch eins. Müssen wir das einige nochmal abschießen? Ich probier's gerade. Da ist ja auch schon wieder was. Ich treff die ganze Zeit nicht. Ich werde mein MG irgendwie. Aber wir müssen die alle irgendwie gleichzeitig down haben. Das wäre jetzt der Fall. Hm. Oh, ich hab so viele Granaten. Hier. Bitte sehr. Jetzt habe ich Lockern, aber alles ist zu. Vielleicht trifft es ja trotzdem. Hier ist noch Maschinen an einem. Oh, Shotgun Shells. Was habe ich nochmal gemacht? Okay, wir scheinen die einfach beschäftigen zu müssen, die Dinger. Aber dann halt doch mit dem dicken Ding hier kaputt schießen. Die geben echt viel schöne Sachen hier. Wo bist du dann? Kann ich nochmal rein? Du stehst genau, geh mal weg. Ich zieh hier gerade und so groß in mein Bild. Voll das Ding ins Gesicht kriegen. Wäre vielleicht nicht so gesund. Ah, hier sind ja wieder jede Menge von denen. Ah, lasst mich in Ruhe. Ich will auf euch schießen. Das Angebot gekauft, da hat sich gerade aufgelöst. Gut, dann muss ich aber schnell noch mal eins einsammeln. Ah. Ich bin ja voll im Weg. Ja, das ist halt oh Gott. Wow. What the fuck war das? Ja. Ich glaube, da war auch ein Prompt, oder? Das war gerade alles so busy. Ja, das war so plötzlich. Hey, bleib doch mal still. Dass wir hier oben sind. Okay, die müssen nicht auf sein, um die abzuschießen, verstehe. Wieso kriege ich so viele von diesen dummen Granaten? Ich kann ja mit denen gerade eh nichts anfangen. Ich kann sie überall hinwerfen. Bitte sehr, ich brauche sie nicht. Viel Spaß damit. Weil dann lieber den Platz für das hier haben. Wow! Aua! Also diese Prompts sind ein bisschen plötzlich. Das konnte ich leider auch nicht parsen. Und wenn ich hätte mich dann, natürlich auch mal heilen zu können. Wenn die uns dann einfach beide killen. Naja. Bisher nicht so schwer. Ja, das wird sag schon gehen. Jetzt sind prima Rifle Ammo drin. Und eine Incendiary Grenade. Ja, da hab ich ja noch nicht genug von. Nicht? Ja. Nicht klettern, du sollst. Nein, hör auf zu klettern! Oh nein! Du sollst die Keycard benutzen, du dumme Troller. Das ist auch direkt nebeneinander. Oh. Beides. Schmerzhaft aus. Dann war es nicht. Ja, okay. Die müssen nicht auf sein. Boah, ist das hell, ey. Oh, die Dinger kann man sogar mit der Pistole abschießen. Ja, hab ich eben auch gemacht. Die Shotgun ist halt praktisch, wenn die alle in einer Linie da stehen. Aber muss dann ja gar nicht sein. Bitte sehr. Ich krieg jetzt schon wieder das Rot machen, weil ich jetzt zu viel Shotgun-Ammo habe. Ach, jetzt kommt das. Ja, ich will. Verschwindet mal alle hier. Ich will doch gerade das ausrüsten. Ich da mal irgendwann darf. Oh, ich muss mal la. Ich muss mich mal heilen. Hier müssen wir uns aufpassen. Ich glaube, es bringt halt nicht so viel, da ultra viel reinzuballern. Wir müssen zumindest genug reinballern, dass die abgelenkt sind.
dürfen nicht mehr rot sein. Ach, jetzt. So, grün. Und rot. Und jetzt, Was hab ich denn jetzt? Ich will das Ding überhaupt sehen. Ich aime. Eile uns. Locker! Ah, nein. Heute kann ich das Spiel nicht spielen, ey. Die ganze Zeit die falschen Knöpfe hier. Uah. Dummer Item-Management macht mich gerade verrückt hier. So. Ich kann auch mal die Magnum ein bisschen nachladen. Oh, jetzt kommen wieder die Viecher. Ja, die bringen irgendwie überhaupt nichts hier. Ich weiß nicht, was ich mit denen soll. Schön, die aufzuheben für später, aber wenn ich die jetzt werfe, hab ich irgendwie gar nichts von. Geh mal zur Seite, bestimmt. Fuck, jetzt kommt er nicht. Ich krieg keinen Knockdown auf den. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich mal nachladen. Ich muss das Teil jetzt mal ablegen, wenn ich irgendwas machen will. Oh. Ich muss mal sehen, welche Attacke das ist. Nein, diesmal habe ich F-Plus V gedrückt. Das ist irgendwie, wenn er so komisch ausholt. Ich sehe das immer nicht. Jetzt gleich wieder. Ja. Mann, ich krieg keinen Lockdown, ey. So eine Scheiße. Muss mal ein paar Augen putschießen wahrscheinlich. Aua! Also du bist billig. Achtung. Ich glaube, da kommt gleich. Ja, wieder das. Was? Ich weiß nicht, ich kann irgendwie nicht auf meine HP gucken, weil irgendwie, wenn diese Ladeanzeige da ist, ist die irgendwie über meine HP. Mhm. Warte, ich lass mal ein paar mehr Sachen da, aber ich versuche die ganze Zeit uns zu heilen und habe ständig Probleme, dass ich die Sachen nicht aufheben kann. Ich brauche jetzt auch keine Landminen unbedingt. Ja, die Rifle brauche ich auch gerade nicht. Mal nach unten, da muss ich ja auch nicht immer ein Menü extra aufmachen. Muss ich mal gucken, dass ich die Heil-Items eventuell immer nach links kriege, dass ich die auch sofort ausrüsten kann. Pistole, ich kann dir mein Spray hier auch noch geben, weil das ist besser, wenn du das Zeug hast. Aber warte, dann mache ich das direkt hier drauf. So, es ist aber auch mal gut hier. Diese dumme Granate kann ich haben. Oh, warte, ich lade eben noch meine Pistole nach. Ich jedes Mal fast leer. So, vielleicht nicht aus Versehen die Leiter. Bringt das überhaupt was, hier am Anfang darauf zu schießen? Ich muss halt jetzt auf die Dinger schießen. Ich meine, von mir aus, dass ich da überhaupt noch drauf schieße. Oh, nö, das bringt nicht. Ich das ja nämlich eigentlich mal sein lassen. Aber hier hochgehen ist, glaube ich, schon okay. Da sieht man irgendwie mehr, finde ich. Finde ich auch. Ich habe das Problem, dass ich zu viel Kram im Inventar habe. Hier, ich brauche keine dumme Granate. So. Oder, ah, jetzt kommt die Scheißviecher wieder. Muss ich auch mal gucken, dass ich die irgendwie wegkriege. Schieße ich wieder mit der Magnum drauf. Das hat ganz gut funktioniert. Wenn ich mal gelassen werde. Okay. Oh, da kommen die nächsten Viecher. Los, wechsel zur Shotgun und. Na also. Aua. Ich möchte jetzt mal eben heilen. Hallo? Unhöflich, Spiel. Ich war gerade im Menü.
Aber so einen richtigen Indikator, dass man da jetzt was machen muss, gibt es irgendwie nicht. Bis man halt das erste Mal dabei stirbt. Au. Ach, jetzt sind die Scheißwinkel wieder da. Da hinten ist noch eins. Ich sehe den Angriffsindikator von dem Swipe vor allem nicht irgendwie. Rifle Ammo. Das lebt er noch? Die beiden rechts sind schon mal tot. Ah, schon wieder die Dinger. Ich will keine Grenades. Die rechts ist ja sicher. Wenn die rechts tot. Da hinten ist noch so ein Ding. Oh, jetzt kommt gleich der Angriff. Ja. Wieso habe ich gedrückt? Was? Ich habe extra die Finger auf F plus V gehört, wo ich die sonst nie hab. Manchmal kommt noch ein anderer Prompt. Vielleicht hast du diesmal. Oh, das kommt, glaube ich, wieder. Okay. Ja, ich muss noch einmal chargen jetzt. Das wird jetzt aber hinzukriegen. Sind wir noch halbwegs? Ah, jetzt kommt das wieder. Jetzt kommt der Angriff, ja. Genau. Ich kann eigentlich ausweichen. Ich weiß nicht. Jetzt bin ich auch gechargt. Aber ich kann uns immer schön heilen. Jetzt kommt der Angriff wieder. Mann, ich hätte fast Lockdown. Lockdown hatten wir schon genug. Ja. Der zappelt so, ich krieg den überhaupt nicht angesiedelt. Ja. Jetzt! Jetzt kommen wieder diese dummen Kotzviecher. Oh, da macht. Oh, guck mal, da ist ein riesen Oschi. Dann nehme ich mal die Magnum. Oder auch nicht. Der riesen Oschi wieder weg. Jetzt hab ich noch einmal kurz geladen. Okay, Ding ist geladen. Ich guck mal, was ich hier locken kann. Ja, das Ding kann ich locken. Der Arm kommt wieder. Ich drück einfach alles, was es gibt. Ich bin mal aus. Ich habe auch gerade einfach auf alle Knöpfe gedrückt. Aber jetzt kommt's wieder. Okay. Das geht tatsächlich ganz gut, weil ich einfach auf die komplette Reihe hier drücke. Jetzt. Aber wollte auch gerade wieder zu dem Angriff anwenden. Jetzt kommen wieder die dummen Kotzviecher. Ach, Entschuldigung, das war wahrscheinlich dein Kopf. Ja. Wir könnten mal wieder was zum Heilen droppen. Ah, Moment, ich heile uns mal eben. Ich doch, du bist cool. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Multi-Angriff hier. Ich versuche zu blocken. Oh nein, jetzt hast du mich auch in dem Moment drauf geschossen. Ich weiß nicht, was ich hier angesehen soll. Kommt bestimmt gleich wieder was anderes. Ah ja, da. Zähle ich locker. Jetzt setz mal gut langsam. Das war jetzt die erste Stufe. Und wir haben jetzt bewiesen, dass wir den Kampf verstanden haben. Ja. Ich will kein Incendiary Green Knight. Oh, ich glaube, jetzt kommt wieder der Angriff. Bin jetzt gecharged. Hab ich jetzt nichts ziehen können. Ich brauche gleich keine Shotgun-Ammo mehr. Und neben dir ist so ein. Ja, genau so eins. Oh, wow, und da kommt schon wieder die nächsten. Hieß, dass sie teilweise direkt auf einen gespuckt werden. Ja, ich weiß auch nicht, was da kann ich dann überhaupt nicht ausweichen. So. Aua, oh, schnell zu mir. Ich muss gerettet werden. Stimmt, gleich kommt gleich auch schon der nächste Angriff. Aua, da war er auch schon. Da bin ich mal gerade sehr im Vorteil auf den Land. Ich will kein Incendium gerät, ich will das fucking Ding aufsammeln. Aua! Oh. Er lohnt irgendwie.
Soll ich nicht anvisieren? Na, das da. Wir müssen wahrscheinlich wieder warten, bis diese dumme Kugel da rauskommt. Die war nämlich schon ziemlich rot inzwischen. Diese riesengroße Kugel. Ja, da, da ist sie ja. Was ist das Ding jetzt noch? Jetzt kommen wir in diese Scheiße. Ja. Hattest du da jetzt drauf geschossen? Ja, mit der Magnum. Unsere super, ultra, mega aufgepowerte Magnum. Okay, ich krieg gar kein Ranking. Ich war auch nur 20 Minuten dabei und du volle Zeit, okay, Spiel. Hä? Wie kann so, das denn? Weil wir mitten in der Session, mitten im Kapitel wahrscheinlich wieder gejoint haben. Ja. Hm. So. Hab ich viel Rifle-Munition gefunden, cool. Oh, ich kann dir auch noch was geben. Ich habe jetzt leider nichts mehr für meine Shotgun. Aber naja. Treasure gab's auch nicht. Und nichts zum Heilen. Vielleicht kaufe ich. Audio kann nicht dein Tag sein, wie genau. Kann ich auch drauf verzichten. Ja, Heilspray kostet nur 1000, ey, dann kaufe ich mir nochmal eins. Ich hab so viel. 25.000 dabei. Ich kann irgendwas upgraden. Hier kannst du ein bisschen Pistolenmunition kriegen. Splash Rounds kann ich dir auch noch geben. Ja, aber ich hab das Ding ja gar nicht mit. Ja, aber du kannst sie dann in dein Inventar tun. Dann hast du sie, wenn du das Ding mal mitnimmst. Das ist geupgradet. Hier ist auch alles geupgradet. Dann tue ich die dann noch rein und dann bin ich auch ready. Zeit für mehr Tee. God damn it, Wesker. He's actually serious about destroying the entire planet. Wieso stimmt doch gar nicht? Er hat doch nichts von Destroying gesagt. Es geht doch nur darum, die Leute weiterzuentwickeln. Ich glaube, Chris ist nicht der Hellste. So, und jetzt? Ich weiß nicht, ich kletter mal hoch. Nein. Wo geht's jetzt weiter? Wenn es da oben weitergegangen wäre, hätten wir auch einfach weitergehen können, statt das Viech zu bekämpfen. So nicht. Ah. Go! Roger! Roger! Come on! Was ist überhaupt mit diesem gelben Ding, das wir vorher noch hatten? Chris Mixtape. Weiß ich nicht. Ich habe ich damit die Waffe darauf gemacht? Ich meine, wir können wieder hierhin zurück. Boah, da sind wir doch hergekommen. Auch etwas verwirrt. Tja, scheinbar wollen wir das tun. Aber sind wir denn jetzt, aber. Gut, das ist natürlich der Bereich, den wir vorhin oder letztes Mal nur panisch, wo wir nur panisch durchgelaufen sind, ohne uns groß umzugucken, weil wir die ganze Zeit von einem Vieh angegriffen wurden. Wait. An assault bomber. When Jill said Wesker was planning to spread Ouroboros throughout the world. He's planning to use this to spread it. Was will er mit dem ganzen kleinen Flugzeug? Come on, let's go. Einmal überall hin. Jill, are you all right? I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully. There's something I need to tell you. Wesker's superhuman strength. It comes from a virus. Ah, gut, wären wir noch nicht drauf gekommen. Das wird Jill haben. He must inject himself regularly with a serum. So if he cut the supply of serum, he loses his strength. Affirmative. But he just took a dose, so it's gonna be a while before he needs another one. Damn. Listen, Excella said that the amount administered has to be precise. So if he injects too much, it should act like a poison. I think she used the serum label PG678W. PG678W? Das ist meine Schulgröße. Okay. You need to find that serum. Excella always kept it with her, and in her attaché case. Jill! Come in! Jill! Shit. Chris, this is it. Wo hat die das denn her? Die das nicht aus dem Koffer da verloren? Let's give it a shot. Ja.
Und wieder weggelaufen sind. Ja. Nee, sie ist weggelaufen und wir haben die letzten Idioten daneben geschossen. Ja, stimmt. Da erinnere ich mich auch wieder. Ich hoffe, es gibt. Ich dachte, das hätten wir längst begriffen. Das müssen wir auch jetzt nicht nochmal sagen. Hab ich irgendwie auch verstanden. Unsere Leute sind nicht so schnell, glaube ich. Ja. Achso, falschen Knopf gedrückt. Bin doch schon da, ich drück auf den dummen Knopf. Der will er nicht. Er will lieber Come on rufen.